Na gut, dann wollen wir mal weitermachen. Mein Gott, ist die Musik laut. Herzlich willkommen zurück zu God of War 2. Das letzte Mal hatten wir einen Kampf gegen dieses Drecks-Scheißviech hier. Das hat richtig abgefuckt, holy shit, aber wir haben es dann doch noch geschafft. Und jetzt gehen wir weiter und hoffen, dass wir mal sehr bald hier diesen Bereich verlassen können. Und uns endlich die erste Juba-Chest holen können, die ich schon so häufig angeteased habe und einfach nie wahr wird. Es tut mir so leid. Da drauf Blut von der Decke oder so. Ist ja ekelhaft. So. Ja, tun wir sie erst noch einmal gegen hier alles Skelette kämpfen, aber ist okay. Hey. Hab mir in Ruhe. Einfach den hier spammen. Das glaube ich am einfachsten. Weil man die schon irgendwie schon damit finishen muss, wa? Nö, nicht unbedingt, okay. So, du auch noch. Mit deinen Orbs, du geiles Stück. Das war's, ne? So, und ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich an dem Ort der Bestimmung. Ja, ja, ja. So, natürlich erstmal wieder gucken, gibt's hier irgendwie noch unter der Treppe was? Das war ja immer so ein beliebtes Versteck in Teil 1, aber scheinbar nicht. So, können wir wieder hoch. Genau wie bei God of War 1. Oh, diesmal dreht sich sogar ein bisschen mit hier. Oh. Mensch, 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 Mensch. So. Ein Hebel. Aha. Und da sind wir wieder im Destinys Atrium. So, und jetzt können wir wahrscheinlich mit dem goldenen Vlies da weiter. Aber, Leute, wir haben die Truhe ja schon gesehen. Wir haben sie ja gesehen in der einen, Cutscene tatsächlich, als der, ja, der, ich weiß nicht, wie er heißt, aber halt der, unser Mörder oder unser Fast-Mörder uns ankam, also von dem wir jetzt den dicken Hammer bekommen haben. Wenn wir jetzt dann noch einmal zu Fuß hingehen, also nochmal hingehen, dann dürft ihr diesmal keine Cutscene triggern. Wir dürfen uns ganz easy peasy mal eben die Truhen hier holen können, ne? Sonst ist hier auch dicht, ne? Ja. Erstmal gucken, was hier drin ist, Schönes. Ein Gogon-Auge. Und jetzt die Juba-Chest. Zack. Oh, guckt euch an, wie viele Orbs ich jetzt bekomme. Das ist doch schon mal eine nette Hausnummer gewesen, würde ich sagen. So, ich weiß auch gar nicht, was ich nächstes upgraden will, tatsächlich. Kronos Raid. Achso, Typhoon's Bane ist der Bogen. Theoretisch wäre der halt wirklich meine Idee. Oder das hier, ne? Dass es einfach so ein bisschen schneller funktioniert. Das wäre tatsächlich auch gar nicht so schlecht. So für die Trophäe auch, ne? Mann, müssen wir sowieso alles upgraden für Platin. Ja, komm, machen wir mal das. Gorgon Flash. Gorgon Stair Update. Upgrade bedeutet wahrscheinlich, dass es ein bisschen schneller geht. Du wirst wieder farmen. Mann, Mann, Mann. Naja, gut. So ist das halt, ne? Hoppala. So. Muss ich einfach nochmal gucken, wo denn die nächsten Truhen sind. Aber das dürfte noch ein bisschen dauern. Aber gut, dass wir die jetzt schon mal haben. Das ist sehr schön. Ja, komm, Schreiben muss ich jetzt nicht nochmal. Mist. Zack. Easy Game. So. Ja, ne? Das macht Spaß. Das dauert gar nicht lange zum Glück. Ja. So, wo sind wir denn hier? Da geht's nach unten. Ich denke mal, da werden wir gleich regulär hinkommen. Oder wir müssen da gleich einfach reinspringen. Hier müssen wir so reinspringen. Gehen wir davon aus, dass wir hier sowieso nicht mehr hinkommen. Deswegen nehme ich jetzt die Truhe auch einfach mal mit.
aus. Ist einfach okay, der obere Bereich. So, ich muss auf jeden Fall dran denken, jetzt auch mal hier wieder ein bisschen das zu benutzen, ne? Au. Zum Beispiel gegen die beiden hier. Wie wär's? Wir wollen ja die Trophäe haben, ne? Ja, 30 Gegner müssen es sein. Ich weiß nicht, ob die, die ich jetzt quasi ohne diese Fähigkeit eingefroren habe, also die, die halt einfach durch die Umgebung, ob die halt auch zählen. Das war wenigstens konsequent. So, kommen hier noch rein oder so? Sieht ein bisschen sass alles aus. Autsch! Wie der mich richtig runtergeschossen hat, Alter. Der Frechdachs. Der wird jetzt mal versteinert, aber ich kann, glaube ich, nur noch einen einfrieren. Oh Gott. Ja, auch nur, wenn die mich halt nicht erschießen. Hm? Ja. Schade aber auch. So, Mana wieder alle. Oh Mann. Was man nicht alles für Trophäen tut, Leute, ne? Was man nicht alles für Trophäen tut. Alter, aber ist denn verreckt? Wie ein so ein Bodenstampfer. Schon nicht schlecht. Hier, das ist mein Hammer. Netter Angriff. Mein Gott. So. Brutales Kill. Boah, Mana. Ah, jetzt schon wieder, ey. Ist das schlimm. Ist das schon wieder schlimm, Leute. Das kommt mir bekannt vor, aber das ist, glaube ich, eine andere. Ein anderer Raum. Das wäre nämlich ein bisschen komisch. The Hall of Atropos. Aha! Who the hell is Atropos? Da hat jemand. Da hat jemand geredet. Ich speichere mal, ne? Gerade geguckt, ob ich hier vielleicht irgendwo Mana finde. Aber leider nicht. Na dann, müsst ihr halt so verrecken. Oh. Oh, sind so die nervigsten Gegner, ne? Wenn die dich eingraben, dann ist einfach immer irgendwie Feierabend. Boah. Lass sie das trotzdem wegblocken. Diese scheiß Penner, Alter. Ist ja unfassbar. Sind wirklich die Blockmeister des Todes, ne? Das ist unfassbar. Schlimmsten Gegner des Spiels. Kriegst du einfach nicht tot. Ja, ich bin gleich tot. Geil. Mega. Ja, zur Not haue ich dir einfach ab. Also, ich lasse mich jetzt töten und gehe ich einfach weg. Aber ich kann es ja eigentlich auch mal blocken, ne? Ein bisschen Angriffe da. Hey, ich habe jemanden getötet. Ich schleudere nie mehr zurück. Ist ja langweilig. Noch eine vierte. Oh. Naja. Okay. Nette Kombo gerade doch. Glaube ich schon, die bringen auch nicht wenig rote Orbs, ne? Ah, doch, ne, es lässt sich schon, kann sich schon sehen lassen, wollte ich sagen. Lohnt sich schon, die zu killen. Na gut,
macht denn das, wenn ich mal fragen darf? Ah ja. Okay, warte mal, dann... okay. Muss ich da wahrscheinlich immer drauf schieben und dann nach oben bringen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Deswegen lasse ich es gerade mal unten. Hier am besten nochmal speichern, für den Fall, dass ich gleich verrecke. Dann muss ich die, glaube ich, nicht nochmal machen, weil ich habe ja hier gespeichert, ne? Oh, wenn ich fast tot bin. Ja. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, Mana und Leben. Oh, geil. Ehre. Bist du das in der gequatscht hat? Nee, oder? Bewegt er sich? Ich glaube, der bewegt sich nicht. Der hat kein Bein mehr. Nett. Ach, guck mal hier, ey. Richtig, richtig Raytracing ist das hier unten, ja. Ich bin begeistert worden, ey. Bin ich nicht mehr begeistert. Okay. Du, mein Freund, wirst jetzt erstmal versteinert. Wie wär's damit? Du brauchst ganz schön viel. Pling! Versteinerer. Okay. Wir brauchen es nicht mehr. Geil, okay, das wird wenigstens doch über den Spielstand hinweg gespeichert scheinbar. Dann hole ich jetzt mal wieder das hier raus. Er ist ja gar nicht verbessern müssen. Naja, also doch, ne, für Platin muss ich sowieso verbessern, also alles gut, aber... Warum ist mein... Warum sind meine Beine so grün gerade gewesen? Warum töte ich eigentlich die hier die ganze Zeit und nicht den Typen, der die beschwört? Ich Dulli. Naja, kann ein bisschen Orbs farmen, ne? Großer, unser Beschwörungsmeister. Ha, meine Mu. Erinnere ich. Okay. Mana geklaut. Boah, Junge. Alter. Leute. Please. Ist hier noch einer? Ja, tatsächlich. Was auf hier? Was passiert hier gerade? Ich drücke permanent falsche Tasten. Ich will nicht mehr. Oh, nett. Das war nicht mehr. Hat er gerade Hadouken gesagt? Alter, Leute. Der tot. Der tot. Und der andere Summoner-Stube auch gleich. Hadouken. Fach. Junge. Klau mir doch nicht meine Restmana. Ich brauch das. Alter. So, hier, weg. Meine Güte, ey. Doch, ich verreck auch gleich, ne? Nicht so gut. Blitz. Viel Spaß damit. Na also. Das war anstrengend. Naja, wie viel Orbs habe ich jetzt schon wieder? 3088. Weil dann würde ich jetzt als nächstes wahrscheinlich upgraden. Den hier, ne? Ja. Also, ich habe schon gemerkt, dass wir hier so ein paar... Schiebe eigentlich. Oh, man kann auch. Nee, warte mal.
Ich dachte, man kann auch mit Kreis das machen. Ah, okay. Ich verstehe. Glaube ich, weil das wird jetzt wahrscheinlich wieder runterfallen, genau. Nee, warte mal, dann ist es klüger, das eigentlich hier hinzustellen, ne? Beides. Geht das so schnell? Meine Idee ist es nämlich, den da quasi so einzukeilen. Man sollte die richtige Taste drücken. Ich muss gerade überlegen, welche Taste ich nochmal drücken muss, um den zu kicken. Dann habe ich wirklich alle anderen drei Face-Buttons erstmal gedrückt, bevor ich X gedrückt habe. Wow. Flop. Easy. Die Frage aller Fragen ist jetzt natürlich... Oh. Ah doch, ich komme darauf. Hoch komme ich nicht, ne? Scheiße, dann brauche ich wahrscheinlich... okay. Ich verstehe. Nochmal den Spaß machen, leider. Sorry. Hallo? Ich hab doch... Boy, ich hab doch R1 gedrückt. Oh, halt sofort X, ne? Komm schon. Dankeschön. So, zack. Zack und oben. Ha! So funktioniert das. Dann wieder ein paar Orbs. Sinn interessiert mich nicht, was da passiert. Ich will nur meine Orbs haben. Können wir gleich schon leisten, das Upgrade. Geil. Geil. Ich habe ja auch schon drei Fähigkeiten, ne? Steuerkreuz unten fehlt noch. Ich denke mal, mehr gibt es dann auch nicht. Mehr wirklich. Oh, guck mal, da gibt es sogar dreimal hin und her wechselnde, eine dreimal hin und her wechselnde Spur. Das ist ja auch interessant. Nehmen wir blau, ne? Das hat's, glaube ich, gar nicht mehr zu grün gewechselt gerade. Ist ja auch interessant. Sehen wir lang oder so? Ne, wo geht's denn lang? Hä? Das ist nicht gerade alles optional, was ich hier gemacht. Okay, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, du, das ist ja du aus der Wäsche geguckt, du. Aus der Wäsche gucken, was ist das eigentlich für ein Spruch? Wie kann man denn aus der Wäsche gucken? Oh. Ich glaube, ich kann mir das Upgrade leisten, ne? 3350 war das, ne? Wobei noch drei Fragezeichen hier sind. Oh Mann. Naja, mal gucken. Ja, dann. Gib mir! Rage is increased damage, targets more enemies. Gut! Hammer braucht kein Mensch. So ein Blödsinn. Hi. Oh nein! Oh, das sind diese Scheißgegner. Erinnert ihr euch? Challenge of the Gods? Oh nein. Das sind die wieder, ne? Quasi. Oh Gott! Da ich doch direkt keinen Bock, mir Mühe zu geben, sondern lass den Rage sprechen.
the rage inside me. Hier, mal neues ausprobieren jetzt, zack. Ich merke kaum Unterschied, aber okay. Ah, hier standen wir. Mal vor langer Zeit. Oh, da oben, guck mal. Da oben ist eine Truhe, die will ich haben. Aber wie? Wie kommen wir denn da hin? Niemand weiß es. Wisst ihr es? Da jetzt irgendeine Säule von da hinten holen ist ja... Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Vielleicht haben die auch einfach mal so Prankkisten eingebaut, wo man einfach gar nicht rankommt. Nein, haben sie nicht. Bin ich irgendwie ranhangeln, ne? Vielleicht gibt's was hier. Ach so! Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre eine Tür. Okay. I'm sorry. I'm really, really sorry. Auch noch zwei. Hater Drop wegdrücken. Ja, geht auch. Ja. Ist aber hinterher gesprungen. Mensch, Kratos. Mach das doch nicht einfach so. Sind wir hier, wo wir schon mal waren, irgendwo? Nö, ne? Doch. Never mind. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal so ein Block für die Augen. Ein Block für die Augen. Wir sind gerade auf die Folge jetzt vorbei, ne? Ja, dann schieben wir das doch beim nächsten Mal dahin. Das ist irgendwie auch ein ganz schöner... Geht gar nicht, ne? Das ist ja... Ach, aber komm, die Treppe da hoch, okay. Ja, ne? Ich sag mal danke fürs Zusehen, ich hab's gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!